herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Schminktalk, weil ihr euch das ziemlich gewünscht habt, wie ich gesehen habe. Und ich beantworte einige eurer Fragen. Und ja, schminke mich dabei für die Uni. Das ist dabei rausgekommen. Und entschuldigt bitte meine Haare, die sind nass und noch ungebürstet. Aber ich wollte sie ein bisschen lufttrocknen lassen und dann bekomme ich diese Wellen, nach denen ihr mal gefragt habt. Jetzt sehen die aber gerade noch ein bisschen Katastrophe aus, weil sie noch nass sind. Aber egal, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Ich schreibe euch wie immer unten in die Infos alle Produkte, die ich jetzt benutze. Und ich weiß auch noch gar nicht so ganz genau, was ich mache. Ich habe mir hier so ein paar Sachen hingelegt, aber ja, wie das am Ende alles wird, das weiß man erst am Ende, ja, schlauer Satz. Ich muss jetzt bald in die Uni gehen und ja, keine Ahnung, es macht einfach immer wieder Spaß, mich fertig zu machen, während ich sozusagen mit euch rede. Ich habe euch auf Twitter und auf Facebook gefragt, ob ihr mir Fragen stellen wollt und die beantworte ich jetzt in diesem Video so größtenteils. Ich weiß, meine Zeit, um zu fragen, war ein bisschen unschlau, weil viele von euch dann halt schon jetzt in der Schule sind und so weiter. Aber ein paar waren trotzdem fleißig und bevor ich die beantworte, dachte ich mir, ich erzähle euch kurz so ein paar Sachen, die bei mir gerade abgehen. Bei mir ist es jetzt so, also falls ihr mich schon länger abonniert habt, wisst ihr es. Ich studiere. Ich studiere Online-Medienmanagement übrigens, für alle, die immer wieder fragen. Und jetzt sind dann einfach langsam so die ganzen Abgaben. Also bei mir ist dieses Semester so, ich schreibe keine Prüfungen, was ganz cool ist eigentlich, denkt man so. Aber andererseits auch ein bisschen stressig ist, weil in irgendeiner Art und Weise müssen wir ja bewertet werden. Und das sind alles Projekte. Und das sind alles irgendwie Gruppenprojekte und bla. Und das ist alles sehr, sehr zeitaufwendig. Und wenn man das Semester über nicht so viel gemacht hat, dann ist es jetzt auf einem Batzen sehr, sehr viel. Und es ist so schrecklich, weil ich nehme mir einfach jedes Semester vor, dieses Mal wird es anders, dieses Mal mache ich alles rechtzeitig und so. Und ich habe immer so gedacht, ja bla, irgendwie Leute, die behaupten, ja, das nimmt man sich immer vor und das schafft man eh nicht, haben doch einfach keine Ahnung, aber sie haben einfach alle recht. Weil dann hat man noch irgendwelche anderen Sachen und ein Leben und dann, weiß ich nicht. Dann steht einfach alles hinten an. Lasst mir unbedingt in den Kommentaren da, ob ihr das kennt oder wie ihr das macht, ob ihr da irgendwelche Tipps habt, wie man das überwinden kann, sozusagen. Ja, auf jeden Fall sind jetzt so bis Anfang, Mitte Februar die ganzen Abgaben, die wir eben so haben. Und deswegen ist es jetzt alles ein bisschen stressig. Deswegen drehe ich jetzt auch hier Videos vor der Uni und ja, also verzeiht es mir auf jeden Fall, falls in nächster Zeit mal irgendwie auch mal ein Video ausfallen muss oder sowas. Das, ja, ihr wisst Bescheid. Es liegt an der Uni und es tut mir sehr leid schon mal jetzt vorab. Dann habe ich ja jetzt am Wochenende mein erstes Video auf meinem zweiten Kanal hochgeladen, auf meinem Follow Me Around Vlog Kanal. Und vielen Dank für das positive Feedback. Also ich finde das total, ich finde das eine echt gute Möglichkeit, halt so das so ein bisschen zu trennen, weil es ja echt Leute gibt, die diese Vlogs absolut überhaupt nicht interessieren und dann gibt es wiederum Leute, die wollen nur das sehen und die interessiert so der anderen Kram gar nicht. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie euch das noch weiter so gefällt. Mir macht es auf jeden Fall bis jetzt sehr viel Spaß. Ich habe jetzt natürlich wieder was vergessen, was ich kurz holen muss. Auf jeden Fall habe ich vor, auf diesem zweiten Kanal, also weil viele gefragt haben, ob ich da jetzt täglich vloggen werde. Ich habe erstmal jetzt nicht vor, täglich zu vloggen, weil das wäre ein bisschen langweilig, denn ich bin so gut wie den ganzen Tag in der Uni. Und da weiß ich nicht so ganz genau, inwiefern das interessant sein könnte, weil in den Vorlesungen kann ich ja nichts filmen und dann immer wieder nur so dazwischen, so, jetzt habe ich Pause und jetzt geht's wieder weiter. Das ist irgendwie lahm. Aber ich habe vor, jetzt in der kommenden Woche ein Projekt zu starten und zwar werde ich auf der Fashion Week sein mit Maybelline, was sehr, sehr cool ist und worauf ich mich sehr freue, weil das das erste Mal ist, dass ich auf der Fashion Week bin. Und ich habe vor, dort täglich zu vloggen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob das klappen kann und ob ich das schaffen kann. Aber ja, es kommt halt irgendwie so ein bisschen drauf an, wie das Internet ist in dem Hotel. Weil dann kann ich halt hochladen, beziehungsweise nicht hochladen. Aber das ist auf jeden Fall mal der Plan. Also wenn ihr darauf Bock habt, das zu sehen, was ich so auf der Fashion Week mache und mit wem ich unterwegs bin und so weiter und so fort, dann
verlinke ich euch mal den Kanal auf jeden Fall in den Infos unten. Dann könnt ihr vorbeischauen und eben entscheiden, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Genug mit meinem Geschwätz. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und zwar fange ich mal an mit ein paar Twitter-Fragen. Da hat mir Mrs. Stephen King geschrieben, was sind das für Filmprojekte, die du für die Uni drehst? Und ja, ich dachte mir, ich gebe euch mal so einen kurzen Überblick, weil das doch manche immer ein bisschen interessiert. Also, jetzt als erstes haben wir ein Interview drehen müssen. Und dann haben wir, also wir haben halt so Vorlesungen, in denen man eben, in denen man lernt, wie das so geht und wie das gehört vom Licht, weil man muss so Lichter an bestimmte Stellen stellen und solche Faxen und eben zwei Kameras und bla bla bla. Also wir haben das eben so ein bisschen gelernt und dann mussten wir das sozusagen umsetzen und ein Interview filmen. Das war das eine Filmprojekt und das nächste ist ein szenisches Projekt und da können wir entweder ein Musikvideo drehen oder einen Imagefilm oder sowas filmen und wir werden ein Musikvideo drehen und da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr viel Arbeit, aber ich glaube, das wird auch ziemlich cool und das macht total viel Spaß und ich stecke am liebsten irgendwie so meine ganze Zeit und Energie in diese Sachen rein und ich bin halt nicht so der Theorie auswendig lernen Mensch. Das ist halt alles nicht so mein Ding. Also ich mache lieber so praktische Sachen. Ja gut, dann denkt man jetzt vielleicht, ja, warum hast du dann keine Ausbildung gemacht oder sowas? Aber ja, keine Ahnung. Also klar, es ist schon wichtig, dass man auch diese theoretischen Sachen macht. Aber mir persönlich machen einfach die anderen Sachen ein bisschen mehr Spaß. Und ja, ich sehe so ein bisschen aus, als wäre ich jetzt in der Sonne gewesen, ne? Aber irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich wollte so ein bisschen Sommer in mein Gesicht bringen heute. Also, das sind so die Filmprojekte, die wir jetzt dieses Semester gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, was nächstes Semester noch so kommen wird. Dann fragt mich Leonie Segewies, ich hoffe, ich sage deinen Namen richtig, hattet ihr in der WG auch einen Weihnachtsbaum? Und wir haben uns tatsächlich überlegt, einen Weihnachtsbaum zu kaufen, haben es dann aber letztendlich doch nicht gemacht. Oh mein Gott, krasser Scheiß, ich benutze das hier gerade zum ersten Mal und das geht ein bisschen ab. Hilfe! Ja, wir haben es dann letztendlich doch nicht gemacht, weil wir ja über Weihnachten alle nicht da waren. Und dann wäre das irgendwie ein bisschen schade gewesen. Also wir haben so die WG an sich ein bisschen geschmückt. Wir hatten einen Adventskalender, also wir haben so Tütchen aufgehängt und jeder durfte an einem Tag eins aufmachen und jeder musste eine bestimmte Anzahl befüllen und so. Also das war irgendwie ganz süß, aber wir hatten jetzt keinen Weihnachtsbaum. Und wir haben jetzt noch so Lametta an den Lampen hängen und... das werden wir, glaube ich, auch ein bisschen lassen, weil das irgendwie ganz witzig aussieht. Ich glaube, ich bin einfach jetzt absolut überschminkt für die Uni. Egal. Dann bin ich heute halt einfach mal ein bisschen krass geschminkt unterwegs. So, dann schauen wir mal, was ihr noch so gefragt habt. Sarah Shannon fragt mich, könntest du es dir vorstellen, mal auszuwandern? Wenn ja, wohin? Und ich muss sagen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, auszuwandern. Ich habe aber absolut keinen Schimmer, wohin. Das Ding ist, wenn ihr mich ein bisschen kennt, dann wisst ihr, ich bin ein absoluter Sommermensch und ich liebe die Sonne und ich hasse es, wenn es kalt ist. Weil mir ist auch eigentlich immer kalt. Und wenn es kalt ist, dann ist mir noch kälter. Das ist jetzt logisch. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, irgendwohin auszuwandern, wo halt mehr die Sonne scheint. Das kann aber auch sehr gut sein, dass es jetzt so in meinem jugendlichen Leichtsinn irgend so eine Idee ist, die ich mir halt in den Kopf gesetzt habe. Es gibt keinen konkreten Plan oder so. Aber ich weiß nicht genau. Ich würde halt einfach so gerne irgendwie weg. Aber andererseits, Deutschland hat halt schon viele Vorteile. Muss man halt einfach schon mal sehen. So was... allein schon das Gesundheitssystem angeht oder sowas. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen spießig, wenn man so denkt, aber ja, keine Ahnung. Also es ist schon eine krasse Sache, glaube ich, in anderen Ländern teilweise. Also je nachdem natürlich, wo man ist. Aber wenn man jetzt irgendwo halt hin will, wo es dauerhaft immer schön warm ist, dann muss man halt schon ein Stückchen weggehen. Und ich weiß nicht so genau. Also ich bin echt absolut keine Stubenhocker-Person und sowas und ich bin gerne unterwegs und ich will was von der Welt sehen und so weiter. Aber das ist schon krass. Also ich weiß nicht, aber ich könnte es mir prinzipiell vorstellen. Würdet ihr gerne auswandern? Und oder habt ihr, falls ihr schon ein bisschen älter seid, da schon konkrete Pläne oder seid ihr vielleicht sogar ausgewandert? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Also solche Sachen finde ich immer ziemlich interessant. So
Weltsachen. Ja, lasst mir das auf jeden Fall auch mal in den Kommentaren da, bitte. Melly Slimani Snooki fragt mich, schaust du ab und zu noch in das Fanbuch und was ist dein nächstes Reiseziel? Bitte grüß mich, in dem Video. Toll, ja, jetzt wollte ich es cool vorlesen und hab's voll gefailt. Also, hi Melly und nochmal vielen, vielen Dank für das Fanbuch. Ja, ich schaue noch ab und zu rein. Wir haben neulich das Interview gedreht und gerade dafür habe ich es wieder gebraucht. Und, also in der Uni, ne? Und ich finde das super süß und ich muss immer wieder grinsen, wenn ich es lese. Und wenn ich das jemand erzähle, dann können die das alle gar nicht glauben. Also, dass ihr sowas für mich gemacht habt. Das ist überirdisch krass. Und zu deiner anderen Frage, was ist mein nächstes Reiseziel? Ich habe vor, jetzt in den nächsten Semesterferien irgendwie wegzufahren. Also, ich habe so krassen Sonnen und Meer und Strand und keine Ahnung was Mangel. Unglaublich. Also, irgendwo hin in die Sonne und zwar bald und schnell und lang. Also, was heißt lang? Aber halt ein bisschen. So ein, zwei Wochen. Also nicht wirklich lang. Aber wohin genau, das steht noch nicht fest. Und danach ist mein festes nächstes Reiseziel England. Ich war nämlich schon so lange nicht mehr in England und ich habe mir zu Weihnachten von meinem Papa gewünscht, dass wir da mal wieder hingehen. Und das hat er meiner Schwester und mir geschenkt und ich freue mich mega drauf, weil das wird bestimmt mega cool. Und ja, dann fahren wir da nach England und bleiben da ein paar Tage. Und ich weiß noch gar nicht genau, wohin und so weiter. Ich glaube, das wissen wir alle noch nicht. Das müssen wir noch schauen. Aber ich habe da so Bock drauf. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie sehr ich England liebe. Also, ich liebe England sehr. Ich kann es euch nur empfehlen. Geht auf jeden Fall hin und macht aber nicht nur diese Touristensachen. Also nicht nur London angucken und sagen, man war in England. Das ist nicht nur England. Dann vielleicht mal noch eine Frage von Facebook. Sabrina Ulrich fragt, was war früher dein Traumberuf? Und mein Traumberuf früher war, das habe ich schon mal in dem 50 Facts About Me Tag, glaube ich, erzählt. Also ich wollte ich wollte Vampir werden. Das ist übrigens ein Beruf mit viel Zukunft. Danach wollte ich Detektiv werden. Ja, ich wollte unbedingt Detektiv werden und hatte so einen Detektivkoffer und lauter so Faxen. Und ja, ich bin kein Detektiv. Ich werde auch kein Detektiv werden. Und Elisabeth Fege fragt, was sind deine Pläne für 2015? Mein absoluter Plan ist es erstmal dieses Semester beenden und dann das vierte Semester machen. Und was noch? Ich möchte unbedingt viel reisen gehen. Ich möchte wieder zurück nach Bali, weil es mir da so gut gefallen hat. Das ist ein großer Plan. Da möchte ich ganz, ganz viel in der Sonne sein. Ich möchte viel mit meinen Freunden machen und irgendwie so ein bisschen unbeschwert sein, auch wenn das total idiotisch klingt. Und ja, ich möchte im Studium jetzt wieder ein bisschen reinhauen, aber das sind immer so Pläne, die man am Ende vom Semester hat. Deswegen mal schauen, wie das noch so in den restlichen Semestern läuft. Und das war's wieder mit diesem Schminktalk. Ich weiß genau, dass wenn ich jetzt in die Uni gehe, meine Freundinnen wieder zu mir sagen werden, ah, du hast also ein Video gedreht, weil ich mehr geschminkt bin, als ich sonst geschminkt bin. Aber meist schminke ich mich nur mit Concealer, Augenbrauen und Wimperntusche. Und ja, da wäre das Video aber ziemlich schnell vorbei. Ich hoffe, ich konnte einige für euch interessante Fragen beantworten. Falls ihr das nächste Mal auch gerne dabei sein möchtet, dann folgt mir auf Twitter oder auf Facebook, denn da frage ich dann immer so, was sind eure Fragen? Und vergesst nicht, mir diese 1000 Fragen, die ich im Video gestellt habe, zu beantworten. Da wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ja vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann! Ciao! In den Urlaub gehen! Oh mein Gott, ich möchte so unbedingt... Jetzt fährt da wieder eine Kolonne an Feuerwehrautos vorbei. Oh Mann, die Sahara, ey! Ich hoffe, ich konnte einige interessante für euch... Was war das für ein Satz? Falls ihr das nächste Mal auch wieder dabei sein möchtet mit einer Frage, dann folgt mir für die richtige Woche. Und ich beantworte einige eurer Fragen. Es klingt, als wäre jemand in unserer Wohnung. Ich bin theoretisch allein. Und